Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Möchtet ihr mal so eine richtige bayerische Räubergeschichte hören? Oder interessiert ihn vielleicht, in welchem Käfig sich der Sigi am liebsten einspannen lassen darf? In der Folge wird beides behandelt. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Anhören. Man meint, alle die großen Verbrechergeschichten waren alle international. Dabei ist in Bayern genau schon dasselbe passiert. Sigi, habe ich die Ehre. Grüß dich, Mani. Glaubst du mir das, Sigi, dass es in Bayern ganz schön zugegangen ist schon? Da geht es weiter zu. Ich meine, wir haben ja so viel, so viel Industrie, so viel Wirtschaft und da gibt es dann auch mal einen Krimi zwischendrin. Ah ja, das sind dann eher modernere Krimis. Du, ich habe eine richtige Räubergeschichte, habe ich noch gelesen. Eine Räubergeschichte? Mhm. West-LB. Hab mich fast ein bisschen an dich erinnert. Was? Ja. Räubergeschichte, und das bringst du mit mir zusammen? Ja, weil das war ein Wilderer. Ein Wilderer? Nein. Weißt du, was ein Wilderer ist? Ein Wilderer ist einer, der... Wildert. Der wildert, ja. Ja, wo wildert er denn? Im Perlacher Forst zum Beispiel. Ja, oder also quasi, wird der Hochdeutsche sagen, ein nicht autorisierter Jäger, so ungefähr, oder? So heißt das. Ja, weiß ich nicht. Im Amtsdeutsch heißt das bestimmt halt auch in Bayern so. Das könnte man schon vorstellen, dass Wilderer auch eine offizielle Bezeichnung ist. Es geht um einen Burm, der 1736 in Bayern geboren ist, im Schwäbischen, in Kissingen, da bei Augsburg in der Nähe. Ja, ja. Und er ist auch nicht weit weg davon gestorben, und zwar in Dillingen an der Donau. Aber er ist hingerichtet worden. Hingerichtet? Ja. Was hat er noch gestellt? Soll ich das sagen wir? Willst du das wissen? Ja, hat verzapft. Den haben sie erst erdrosselt. Und dann erschossen. Dann haben sie seinen Körper zertrümmert an irgendeiner Vorrichtung. Dann haben sie ihn gekickt. Da war er aber schon tot, gell? Also wieder erdrosselt worden ist, war er schon tot. Hätte eigentlich gelangt, gell? Hätte eigentlich gelangt. Ja. Nach dem Zertrümmern, also nach dem Körper zertrümmern, haben sie ihn dann geköpft. Und weil das noch nicht gelangt hat, hat ihn der Scharfrichter noch gevierteilt. Was, der Scharfrichter? Also ist das quasi von Staatswegen passiert? Von Staatswegen. Und die Körperteile haben sie dann in verschiedene Städte gebracht, um den Leuten zu zeigen, wer sich gegen einen Staat auflehnt, der muss mit allem rechnen. Also sprich, erst köpfen und dann das Schießen, also so der Reihe nach, kriegst dann alles. Aber wenn du hier bist, keine Gnade. Mhm. Okay. Dabei hat es eigentlich ganz harmlos angefangen da irgendwie bei dem. Als 12-jähriger Bub hat er aber schon arbeiten müssen, und zwar Schlossgut Mergentau, das ist auch da eben in der Gegend, und hat halt einfach zum Lebensunterhalt schon beitragen der Familie mit 12. Mit 16 ist dann die Mutter gestorben, und in diesem Kloster hat er dann so eine Art Anstellung als Jagdaufseher gekriegt. Da hat er 2,5 Jahre gearbeitet und dann hat er sich am Fasching gescherzt erlebt und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Sauber. Und du meinst, der Fasching ist ja was Lustiges, und jetzt müssen wir da einen Gegenpol mit so einem morbiden Thema starten. Ja, ja, da ist der Pater Venantius, hat der geheißen. Der ist auf die Jagd gegangen, aber dann hat er eine Katze erschossen. Was, eine Katze? Ja, und dann hat er natürlich der Bursch auspfiffen und ausgelacht und hat ihn Katzenschützen genannt. Und hat ihn da recht erbleckt. Ja, und auf das aus, die haben sie ihn rausgeschmissen. Und dann haben sie ihm auch nicht erlaubt, dass er mit dem, das war recht ein guter Jäger halt. Und der dann, Bur. Der oder, Bur. Oder der Katzenschütze. Nein, der Katzenschütze, das war kein guter Jäger, weil der hat eine Katze, das war ein Pater. Und die haben ihn dann rausgeschmissen aus dem Kloster. Sauber. Und nur wegen einem verkehrten Schießen. Was hätte er denn schießen sollen statt der Katz? Nein, der Pater hat doch die Katz geschossen und der Bur hat dann den Pater verarscht, dass er Katzenschütze ist, und hat ihn verspottet. Ach so, aber der Bur war der eigentliche Jäger gewesen. Der Bur war ein guter Jäger, genau. Der war Jagdaufseher da, und mit dem Ortsvorsteher hat er dann auch nicht mehr zum Jagen gedürfen. Und dann ist ihm bloß mal aus seiner Sicht wahrscheinlich das Einzige geblieben, er hat gewildert, dann hat er das Wildern angefangen. Also mit dem Rausschmiss da, wenn sie sein... Achso, der hat also quasi sein... der hat nicht bloß seinen Job verloren, sondern auch die Erlaubnis... Zum Jung. Zum Jung, ja genau. Zum Jung, genau. Und dann hat er einfach unautorisiert, wie der Hochdeutsche vielleicht sagen wird, angefangen zum Jung, und das nennen sie ja Wilderei.
Ja, und dann haben sie ihn geköpft. Ja. Nein, Moment mal, der, wie alt ist der geworden? 17? Nein. Der ist, jetzt pass auf, da kommen wir kurz, 71 ist er gestorben. Das heißt, von 36, also von 1736 bis 1771 hat er gelebt, also 25 Jahre. Ja, alt ist er nicht geworden. Der ist nicht alt geworden, ne? Ja, hat der Familie gehabt. Der ist dann, nachdem er ausgeschmissen worden ist da vom Kloster, dann hat er ja angefangen mit der Wilderei und irgendwann ist er dann bei einem Bauer als Knecht eingestanden. Und dann hat er dem seine Frau gewildert und dann? Nein, du gehst schon in die richtige Richtung, aber die Frau war es nicht, sondern Tochter hat er gewildert. Aber in die hat er sich verliebt und sie hat sich auch verliebt und dann ist da sogar ein Bub rausgekommen mit der Corbinian. Aber dann hat es dem Bauern halt überhaupt nicht taugt. Das war der Seranser-Bauer und dann ist er irgendwie wieder davor. Aber das Mädel, die Monika, die war ihm halt treu ergeben, die haben sie halt einfach geliebt. Und er ist dann, hat dann so Räuberbanden angeführt im Laufe der Zeit. Der hat jahrelang da dann sein Unwesen drin und dann haben immer wieder. Ja, aber nicht so lang. Wenn der 25 geworden ist, dann war ja, die Geschichte musst, ganz schnell vorbei. Ja, aber du musst sagen, der ist ja mit 18 oder 19 so, ist er der schon aus dem Kloster ausgeschmissen worden. Ja, aber von irgendwas hat er erleben müssen, oder? Ja, mei, ich weiß nicht, wie das früher das war. Der Kurfürst von Bayern, den haben sie schon mal gefangen dann. Und der Kurfürst von Bayern und auf Wilderei damals ist ja Todesstrafe gestanden. Und vierfache offensichtlich. Ja, vierfache Teilung. Ja. Und der Kurfürst wollte ihn dann aber einstellen. Weiß nicht, warum, das muss so ein rechter Charmanter gewesen sein. Achso, als Wilderer hat er ihn dann eingestellt. Ja, nicht als Wilderer, halt offiziell. Aber dann hat er gesagt, nein, mag ich nicht. Die Freiheit. Mein freiheitliches genau. Leben so weiterführen halt im Wald und die Leute haben ihn unterstützt. Also so wie ein Robin Hood quasi. Das ist der bayerische Robin Hood. Sauber. Weißt du, um was, um wem das geht? Ja, warte, mir fällt jetzt bloß der Name nicht. Also das ist das der Dings, der, na, der Hofer? Nein, nicht der Hofer. Aber der Hofer hat ja auch eine ähnliche Geschichte gehabt, oder? Ja. Das ist Wilderer hat es ja mehr gegeben, weil die haben ja auch von irgendwas, die haben ja auch von irgendwas leben müssen. Ja, freilich, und es hat immer so Heldengeschichten dann gegeben von denen, die wo gewildert haben, weil es die Leute wahrscheinlich auch taugt hat, weil die gesagt haben, warum kehrt das Viech bloß die Oberen? Und das Interessante ist ja das, dass der ist ja von der Bevölkerung unterstützt worden und er ist immer wieder heimgekommen, da in, wo er hergekommen ist, Kissingen, und da haben sie ihn auch gern versteckt. Und ich weiß nicht, ob du das mit den Jägern da ein bisschen weißt, aber Jäger und Bauern, das ist immer so ein Zwischending. Man meint ja immer, Herrschaftszeiten, die Jäger sind so schießwütig und schießen alles ab. Genau das Gegenteil ist. Die Jäger sind ja angehalten, dass die einen Bestand minimieren und die Bauern waren dem so dankbar damals, weil der halt einfach die Viecher alle abgeschossen hat. Und die Fresse hat die Felder zusammen. Genau, weniger Verbiss im Wald und auf dem Feld gehabt. Und eine Legende sagt, dass ein paar Bauern in einem Dorf oder in einem Umkreis waren ihm so dankbar, dass sie irgendwie mit einer Abordnung hier sind und haben ihm 15 Goldtaler da gegeben. Sauber. Ja. Ja, na eigentlich, also ich glaube, in der heutigen Zeit war das, glaube ich, vernünftig für Wählerstimmen zum Generieren, wenn die Wilderei nicht so verfolgt werden darf. Weil da hast du gleichzeitig auch die Wählerstimmen der Bauern gleich mit. Ja. Ja, Wilderei, meinst du, also dann kann man ja gleich Anarchie wieder aufmachen, oder was? Nein, das ist zu viel. Ich glaub, das ist zu viel. Ja, also ich glaube, dass ein viermal töten ein bisschen zu viel ist. Einmal hinrichten war genug. Oder so. Ja. Ja, oder irgendwas, weiß ich nicht, eine Strafe oder dass man halt irgendwelche Quoten macht. Hat es das früher schon gegeben? Weißt du, was die Sache war? Ist, der hat ja die alle für einen Narren gehalten. Der ist ja los. Auf einmal mit seiner Räuberbande, der hat ja unterschiedliche Räuberbande, das heißt bis zu 30 Leute hat der da oft kommandiert. Und dann haben die halt, sind die in die Amtsstuben rein, haben Amtsstuben und so Zeug alles ausgereibert, gell? Und haben dann das Geld genommen, du hast vorhin gesagt, Robin Hood, ja wirklich, die haben dann das Geld teilweise unter der armen Bevölkerung auch verteilt. Und dadurch war der dann auch so beliebt. Und der hat halt die Obrigkeit hat der für einen Narren gehalten. Der hat sich dann nichts mehr sagen lassen. Und den haben sie zum Schluss in einer Gast... Immer wieder ist einer davor. Dann sind sie mal auf die Idee gekommen, Mensch, du, irgendwie, wie bringen wir den weg? Den beruft man ein.
Dann wollten sie nachpullen, hat er gesagt, und da sind sie mit so viel Mann dahergekommen. Dann hat er gesagt, ja, freilich gehe ich mit. Und auf dem Weg zur Einberufung ist er wieder abgehauen. Der hat die, und das hat natürlich die Leute gefallen, dass da einer da ist, der die Obrigkeiten auch mal verarscht. Und wie gesagt, die Bauern ist ja zugute gekommen auch. Gesteuert haben sie noch, musst du dir mal vorstellen. Eins und Hansel mit 300 Mann haben die Wirtshaus umgesteuert. Ja, da haben sie nämlich das Militär eingeschaltet. Aber da haben sie wahrscheinlich Angst gehabt, dass der da seine Mannen dabei hat. Ja, weiß ich nicht. Aber 300 Leute, ja, der hat ja immer wieder da welche, die wo er gesucht haben oder wo er steuern wollten, hat er entwaffnet quasi. Auf alle Fälle mit 300 Mann und selbst da haben sie vier Stunden braucht, bis sie rausgebracht haben. Obwohl, das war lang angelegt, obwohl das vorher das Schießpulver nass gemacht haben, dass die quasi gar nicht schießen. Dass nicht, ja, ist das eine Schießerei gewesen dann? Ja, was weiß nicht. Vier Stunden? Ja. Sauber. Und ja, geheißen hat er. Gerade wollte ich es fragen. Ja. Geheißen hat er mit bürgerlichen Namen, glaube ich, sagt er kaum was, ich weiß nicht. Matthias Klostermeier, Geburtsname Matthäus, aber irgendwann ist Matthias draus geworden. Und jetzt kann man es vielleicht schon erraten, bekannt unter dem Namen der Bayerische Hirsel. Bildungslücke. Glaubt irgendwo von ganz weit weg klingelt irgendwas, aber nein. Weißt du, wer damals was gehört hat im 18. Jahrhundert? Da hat es einen berühmten Schriftsteller gegeben, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Räuber. Heute ist er bekannt unter dem Namen Friedrich Schiller. Und angeblich geht dieser bayerische Hirsel, also ist das Vorbild für den Karl Moor, das was eine Figur in Die Räuber vom Schiller ist. Ist nicht hundertprozentig belegt, aber man geht davon aus, dass das historische Vorbild ist. Und dann, wie er gestorben ist, schon vorher war er beliebt, und wie er gestorben war, sind dann diese Heldengeschichten losgegangen und haben sie dann verbreitet nach Österreich und überall hier sogar. Und dann hat sich natürlich die Geschichte immer über die, jetzt mal mehr, wo es weitergehen ist, ein bisschen verändert und so. Aber auf alle Fälle ist es dann blim, dann hat es Volkslieder gegeben. Aber die Geschichte und ist schon wahr. Die Geschichte, das gibt's, den Mo hat es wirklich gegeben. Den Mo hat es gegeben und das Interessante ist, der ist eindeutig nachweisbar über Taufregister und alles. Der Robin Hood hingegen, da weiß man es bis heute noch nicht, ja, genau. Ja, das ist eine Legende. Da streiten sie die Historiker. Der eine sagt, ja, das kann die historische Figur gewesen sein, die andere die. Man weiß nicht genau beim Robin Hood, aber bei dem weiß man es, dass es gegeben hat und wer das genau war. Nicht schlecht. Und dann hat es natürlich jede Menge Nachahmer gegeben, eben ein Hofer in Österreich. Mhm. Oder was ist, war das schon Österreich? Freiheitskämpfer, ja, Hofer war Hofer in Österreich, genau. Ja. Ja, nicht schlecht. Heute lasst mich aber richtig dumm dastehen, gell? Also ich konnte da jetzt bloß zuhören und nicken, aber... Ja, jetzt kann Sigi, jetzt kann der sagen, du, vor 5 Minuten habe ich es auch noch nicht gewusst. Ah, wie kommst du auf das Thema? Weil ich irgendwie... Ich habe mir überlegt, weißt du was, eigentlich so Reibergeschichten waren einmal was, gell? Und dann... Hast du da was vor, oder wie? Dem Hirsel. Nein, ich selber nichts. Oder überlegst du noch? Nein, eigentlich nicht. Also bisher läuft er bei uns, also ich darf leben, also ich muss jetzt bis jetzt noch nicht in den Wald gehen. Ich meine, wenn mir der Staat irgendwann einmal zwingt, dass ich auch in den Wald gehen muss, weiß ich nicht, ob ich dann so wieder anfange. Ja, du schierst wahrscheinlich auch bloß Katzen, gell? Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Aber das ist nicht so schlecht, weil so eine Katze ist ja nicht so groß und die sind recht, recht flink. Also ich glaube, dass das schon eine gute Leistung ist, eine Katze zum Schießen. Ja, zum Schießen ist wahrscheinlich eine gute Leistung, aber ein Wild für eine Katze verwechseln, das ist wahrscheinlich auch einmalig. Ja, vielleicht hat er gemeint, das ist ein Luchs, ist ja auch eine Katze. Gibt es den bei uns? Haben's, ja, 1700, heute. Irgendwann hat es bestimmt noch Luchse gegeben. Ja, ich glaube, jetzt Luchse gibt es wieder im Bayerischen Wald. Mhm, ja. Ja, ein Wolf ist auch wieder irgendwo eingewandert. Ja, das ist aber keine Katze, gell? Ein Wolf ist keine Katze, ein Wolf gehört wahrscheinlich zu den Hund, oder? Ich glaube, das ist umgekehrt. Ich glaube, dass die Hunde vom Wolf abstammen. Ah ja, der Wolf ist der wilde Hund. Ja, stell dir mal vor, so ein Wolf darf von so einem Mops abstammen. Von einem Mops? Ja. Ja, Mops ist ja von den Franzosen gezüchtet worden. Weißt du warum? Weiß ich nicht. Zur Zeit, also musst du mal so einen Mops anschauen und dann verstehst du es auch. Zur Zeit des französischen Hofes ist der Mops gezüchtet worden, um die Frauen zu unterhalten, weil der so knuddelig und so süß ist. Dafür haben die das gemacht? Ja. Ich meine, das war eine ganze so eine Neuzeiterfindung. Nein, hat es damals schon gegeben.
Ja, stimmt. Ja, und anscheinend hat es funktioniert, weil ein Mops, also irgendwie so ein Mops ein Mops, gell? Also, Mops ist, das ja, ist der, so der Name ist ja schon so lustig eigentlich, gell? Dass Mops. Man sich unter Mops eigentlich sowas vorstellen kann, gell? Wie so glor und dick und oder irgendwie, wie so ein Song. Also diese ganz anders als wie ein normaler Hund. Ja, und der kann ja nicht schnaffen und nichts, weil dem haben sie die Nasen wegoperiert quasi. Oder das Mai. Naja, ich weiß nicht, wer das ist, aber es gibt so Hunde. Also das kommt aus Frankreich. Die Zeit des französischen Hofes, ja, genau. Mhm. Da habe ich das einmal gelesen, dass halt das da für die Damen war. Die haben die so süß gefunden, den Mops. Auf der anderen Seite finde ich fei. Ja, also, lieb sind sie fei schon. Ja, ja, lieb sind sie schon. Aber mir ist aufgefallen, dass Frauen die meisten Viecher irgendwie lieb finden. Gar als wenn sie sich um Hund dreht. Und Katzen. Aber da ist ja immer so gespalten. Die einen mögen halt mehr einen Hund, die anderen finden halt Katzen gut. Ja, was bist jetzt du? Da hat es einmal Untersuchung gegeben. Bist du eher Katzen- oder Hundertyp? Ich kann jetzt nicht sagen, was rausgekommen ist. Also ich kann nicht sagen, was ich für ein Typ bin. Aber es gibt dann so Arschlochkatzen, die mag ich nicht. Ah ja. Und dann gibt es halt Hunde, die kann ich auch nicht unbedingt sehen, wo andere Leute dann sagen, mei, der ist doch voll super. Und dann, ich weiß nicht, Pudel zum Beispiel. Pudel ist ganz furchtbar für mich. Echt? Warum denn ein Pudel? Ich weiß nicht. Weil er dumm ist? Der schlimmste Hund im Rudel ist eindeutig der Pudel. Also irgendwie so. Und dann, ja, der schaut irgendwie so aus wie ein Schaf. Dieses arrogante Vieh. Nein, muss ich nicht haben. Also ein Pudel nicht. Aha. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hast du aber Vorurteile da bei den Hunden? Nein, mir gefallen es halt nicht. Ich finde halt so Labradore oder sowas finde ich schön. So diesen schwarzen, weißt du, diesen Leikos-Hund. Ja. Oder brauchen wir nicht reden. Ein Labrador ist natürlich ein sehr, sehr schöner Hund. Ja, oder ich meine, ich finde auch einen Boxer nicht so... Ja, so kreislich. Der Boxer ist quasi der Mops für den Mann, genau, oder? Genau, der Jagdmops. Der Jagdmops? Ja, schau dir mal das Gesicht auf und so. Schaut schon so ein bisschen aus, als wenn er vom dritten Stock runtergefallen war. Ja. Aber den kannst du auf die Jagd mitnehmen. Ja, und dann halt alles, was sonst noch an größere Hunde und so angeht. Aber diese Handtaschen-Fifis, weißt du, diese Nutten-Fifis. Diese, was sind das, Rebhinscher, sowas. Das ist auch nichts. Nein. Nein, mit den Hunden kenne ich mich nicht so gut aus. Ich muss aber sagen, mit den Katzen genauso wenig oder nur weniger. Ich kann nicht sagen, was mir lieber war. Also ein Pudel nicht. Aber Katz finde ich schon auch. Aber die sind halt sehr eigen, gell? Also mir ist eigentlich eine Sau lieber. Eine Sau? Ja, aber die kann man wenigstens essen. Ich würde gerade sagen, mit Knädel und so und ein Weißbier dazu, ist das bestimmt gut. Ja. Krass. Ja, es gibt ja Kulturen, da werden ja andere, also bei uns sind sie Haustiere, aber wenn man jetzt überlegt, in andere Kulturen, da wird alles Mögliche gegessen, also Katzen, Hunde, da gibt es ja so, sagen wir mal, Klischees, aber da gibt es ein Meerschweindel, Südamerika zum Beispiel. Ja, wäre auch schon gegessen. Ein Meerschweindel oder, ja. Und nur weil es hier sind? Nein, die hat nicht geschmeckt. Also nicht? Irgendwie, ich finde, dass das noch gar nichts schmeckt. Das ist ja auch lustig, gell? Wenn es jetzt heißt, ja, das musst du unbedingt einmal probieren. Das, und ja, nach was schmeckt das? Ja, das schmeckt dann nach Hühnchen. Und egal, was du probieren sollst, das schmeckt nach Hühnchen. Ja, nach was schmeckt jetzt Krokodilsteak? Ja, nach Hühnchen. Oder Meerschweindel schmeckt alles nach Hühnchen. Also das kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil ein Händel manchmal, nicht immer, aber manchmal gar nicht so intensiv schmeckt, oder? Kann das mit dem was zum da haben? Das kann sein. Ja, es ist ja weiß. Entschuldigung. Das ist ja weißes Fleisch. Das ist ja dann, glaube ich, eh nicht so. Auch von der Struktur her ist ja eher leichter. Ich kenne jetzt da kein Rindmeerschweinchen oder sowas. Gibt es ja nicht. Nein. Nicht. Wasserschwein war vielleicht eher. Wasserschwein, das gibt es ja gar nicht. Doch, die stammen, glaube ich, von den Hamstern ab. Nein. Aber es stimmt schon, es gibt irgendeine Meersau, die wo unterm Wasser wohnt, gell? Also im. Nein, die heißen, die sind, glaube ich, auch südamerikanische Viecher. Die sind auch, glaube ich, Nagetiere. Wie heißt das? Wasserschweinchen? Wasserschwein heißen die. Aber sind das nicht, es gibt doch gibt's nicht so eine Meeressau oder irgendwie sowas? Das meinst du nicht? Eine Meeressau? Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Eine Meeressau? Na, Walross kenne ich. Was ist mit dem Nager, Sigi? Was ist jetzt das für ein komischer Nager? Ein Nager, ja, ich glaube, das Wasserschwein ist irgendein Nagetier, so ein halber Meter, dreiviertel Meter groß und hält sich so an Flüssen auf, aber nicht an der Isar. Ja, meinst du ein Hamster oder? Nein, Wasserschwein.
Ein Wasserschwein. Jetzt machst du mich fertig. An der Isar gibt es ein Wasserschwein. Nein, an der Isar gibt's Saubären gibt's, das stimmt ja, schon, die hinterlassen ihren Müll. Aber Wasserschweine, die sind mehr so in der südamerikanischen Natur. Ja, da muss ich echt, das habe ich noch nie gehört. Jetzt war ich schon mal in der südamerikanischen Natur, aber du gehst halt mal in die Hellerbrunner Natur, da kannst du das anschauen. Echt? Ich glaube, die haben Wasserschweine auch da, ja. Ja, nach Hellerbrunn müssen wir mal wieder fahren. Das stimmt. Da war ich schon ewig nicht mehr. Da bin ich gestern vorbeigegangen. Und? Zugeht du, jetzt ist mir da bloß eingefallen. Aber haben sie nicht wieder reingeholt, oder? Nein, die haben mich nicht erwischt, ich bin gleich wieder im Wald. Also, was meinst du, wo sie die reingesteckt hätten? Wenn du ein Viech weißt, wo warst du im Zoo, Sigi? Ein gar edles Tier. Ja, ein Löwenkäfig. Oh, als Futter oder was? Nein, zum Anschauen und zum Verehren. Wir, da sitzt du mit deinen Löwen. Ja, meine Löwenmähne. Du warst die nächste Generation Löwe wahrscheinlich. Ja, vielleicht ein Tiger oder sowas. Tiger? Tiger war auch recht. Aber da gibt es ja den sibirischen Tiger, da war schon recht kalt. Also das ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ich war vielleicht irgendwo, wo man drinnen oder draußen sein kann, also beides gleichzeitig, je nachdem, was da gerade taugt. So ein Viech war ich gern. Vielleicht, ich weiß nicht, im Affenkäfig, oder? Kann man da drinnen und draußen sein? Ich glaube, da kann man beides, ja. Ja. Es gibt ja solche Affen und solche Affen. Weil das ist ja je nachdem, wo die halt ursprünglich her sind. Aber dass du dich im Affenkäfig wohlfühlst, da muss ich jetzt schon sehr brav sein, dass ich da jetzt nichts sage. Ja, gut, Sigi, ich war halt ein Gorilla und du warst der mit dem roten Arsch. Kennst du ihn, oder? Die Affen mit dem roten Arsch. Ja, die kenne ich schon auch. Das sind die, heißen die Paviane? Die heißen Paviane, ja. Was ist die Pavian? Ich habe mal gehört, gell, dass wenn du da bei den Paviane eine Zwiebel reinschmeißt, dann fange ich die. Oh, Sigi, das muss man jetzt sowas von ausschneiden, das ist ja klar, gell? Ja, dann schneidest du das aus. Ich habe jetzt ja schon ein paar Sachen zum Schneiden. Das ist total ungewohnt. Ja. Normal schneiden wir fast nichts. Wie kommst du auf diesen Zwiebelkrampf? Der ist mir jetzt gerade eingefallen. Oh. Das hat irgendwer irgendwann einmal erzählt. Okay. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil da steht ja immer Füttern verboten. Vom Affenkäfig? Ja, aber draußen. Also nicht für die Affen, sondern für die Zuschauer oder für die Tierparkbesucher. Verstehe nicht. Aber wieso gerade ein Aff? Ja, weil ich mein Ding, mir hat irgendwas, wo ich drin und draußen sein kann. Und da ist mir der Affenkäfig eingefallen, weil ein Giraffe oder so Elefanten, die dürfen, glaube ich, oft nicht wollen, sondern die sind entweder drin oder draußen. Also ich glaube, dass das im Tierpark das Wahlrecht, was drinnen oder draußen angeht, ohnehin sehr begrenzt ist. Weil wenn du dir überlegst, der Elefant hat sich jetzt, ja, der findet Minger bestimmt schön, aber ich glaube, Minger hat sich der nicht ausgesucht. Ja, dann darf ich vielleicht doch nicht in Zoo gehen, sondern... Also ich war lieber Wilderer. Ein Wilderer? Ja, und dann würde ich auf meine Freiheit bestehen. Wenn man das wieder zum Anfang... Heutzutage, weißt du was? Ich glaube, dass sich heutzutage die Leute gar nicht mehr so stark interessieren würden für einen Wilderer. Die dann sie ärgern, aber nicht so wie früher. Da war ja das... Aber meinst du nicht, dass wenn jetzt heute einer daherkommt und sagt, boah, ich zeige es jetzt der Regierung, weißt du, so ein Revoluzzer. Also vielleicht auch im kleinen Kreis. Ich meine, das sind ja... Kennt man immer wieder, wenn dann so spektakuläre Bankräubereien passieren oder Kunstfälschereien, wo man sagen wir, die Großkopferten so ein bisschen, wo man so ein bisschen hinkriegt. Und gut, die werden natürlich dann schon auch gefasst und verhaftet, so wie sich das gehört. Ja. Aber eigentlich, da sind schon auch Sympathien dann da, wo man sagt, die hat es dir nicht gesagt. Ja, kann man schon zum Teil vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da, zum Beispiel, da war doch jetzt dieser Raub, der ist auch schon ein paar Jahre her. Eigentlich mehrere spektakuläre Raube, wenn man es überlegt, gibt's. Haben die nicht irgendwo in Skandinavien oben zu einem Dias-Beutel, war das ein Beutel vom Munk oder irgendwie so, weiß nicht mehr, geklaut. Und dann haben sie doch auch, war das in Paris oder wo war jetzt das wiederum, wo sie diese riesen Goldmünze da geklaut haben, dieses riesen Ding. Ich glaube, das war in Köln.
Ach, in Köln war das sogar? Ich glaube, in Köln war das. Also irgendwo da im Rheinland. Also es gibt ja immer wieder so spektakuläre Raube oder Diebstähle. Aber ich denke mir da jetzt halt nicht, ja gut, dass wem sie es da gezeigt haben. Allen. Allen. Ja, allen. Ich glaube, die einen, die finden natürlich dann seine riesen Goldmünze. Was hat die gewogen? 100 Kilo waren Meter Durchmesser, oder? Ernsthaft? 100 ich Kilo? Ich labert jetzt irgendwas, keine Ahnung. Ja, aber die war schon außergewöhnlich. Das war die größte der Welt, oder? Wer war das? Irgendwie sowas Besonderes. Das nächste Mal bereite ich mich dann auch sowas vor, wenn ich sage, okay, worum geht es heute? Oh, heute geht es um Räubereien. Dann machen wir mal schlau, was wir in Bayern für Räubereien. Aber jetzt sind wir ja schon wieder in Köln, gell? Das ist ja schon wieder so weit weg. Ja. Was haben wir da Größeres in München gehabt? Räubereien quasi nur auf institutioneller Ebene. Man kriegt halt nicht so viel mit, weil das wird. Achso, du meinst, dass die, die am Steier sind, an der Macht sind, selber berauben. Also, ja, also so richtig große Dinger, irgendwelche Börsengeschichten oder Versicherungsbetrug in riesigen. Das Schlimme ist ja das, dass das alles legalisiert wird. Ja, ja, das ist ja genau das. Und ich glaube auch, dass das Problem ja früher auch Bestand gehabt hat. Also auch die Wilderer oder so, die sind ja eingespart worden oder geköpft oder alles Mögliche. Und die haben ja auch bloß versucht zum Überleben, sind aber ja eben von der Bevölkerung ja unterstützt worden oder zumindest geduldet. Mhm. Oder der eine oder andere hat da mal profitiert davon. Und heute ist das, glaube ich, nicht anders. Bloß heute kriegst halt, ich glaube, dass heute so Kleindelikte, wo man den Großen eins auswischt, dass das heute wahrscheinlich anders heißt. Schwarzarbeit vielleicht oder. Ja, die Kleindelikte, die werden immer weniger, die gibt's immer weniger, oder? Weil die Möglichkeiten immer geringer sind. Oder es gibt so viel, dass für die Presse nicht mehr aktuell sind oder nicht so relevant sind. Und da muss das dann schon was Großes sein, weil sonst juckt es irgendwie keinen. Weil wenn einer, was weiß ich jetzt, irgendwo bei irgendeinem alten Wirt schlecht einschenkt, das steht ja dann nicht in so einem globalen Blatt wie was weiß ich? Die Welt. Die Welt. Oder der Bildzeitung. Ja, gut, in der Bildzeitung im Lokalteil vielleicht. Aber das geht ja unter. Der Zeitgeist verlangt ja quasi nach Superlativen auch bei den Verbrechen, oder? Wahrscheinlich schon. Ja. Aber so richtig krass, also so, ja, Wirtschaftsverbrechen sieht man ganz früh, aber die werden ja legalisiert und da ist es eh wurscht. Aber so richtige, wie sagt man, so Gewaltverbrechen, so im großen Stil, kriegt man eigentlich ganz wenig mit, oder? Ja, es kommt halt darauf an, wem es politisch nutzt, gell? Aber da kämen wir dann schon wieder in ein Fahrwasser rein. Weil schau mal, ich meine, es passiert ja so viel Schlimmes auf dieser Welt, auch wenn es jetzt tatsächlich ganz offensichtlich immer friedlicher wird. Aber es passieren schon viele Sauereien, die aber jetzt in den Medien nicht so vorkommen, weil die sind halt nicht unbedingt vor der Haustür. Aber ich glaube, dass schon viel Schmarrn passiert auf der Welt. Gell? Ja. Aber für einen selber, für den kleinen Bürger, so nenne ich ihn jetzt mal, der kann ja da eh nichts machen. Was willst du machen, wenn es irgendwo anders entschieden wird und auch der Nutzen woanders ist? Du hast deine Steuern zum Zahlen und dein Mai zum Halten, dann. Sie, ja. Das ist doch ein gutes Stichwort. Das Mai halten. Das Mai halten. Machen wir das? Macht man. Mei, da habe ich mich ja jetzt fei sauber blamiert in der Folge mit meinen mathematischen Kenntnissen. Habt ihr es gespannt, was ich falsch ausgerechnet habe? Der bayerische Hirsel, der ist nicht 25 geworden, sondern 35 Jahre alt. Also, wirst du noch hingekriegt haben. Habt ihr es gemerkt? Naja, auf der anderen Seite, das wäre doch bestimmt auch schon mal so gegangen sein, um 10 Jahre verrechnet. Was mich noch interessiert hat, das war das mit der Goldmünze, die wo der Sigi angesprochen hat. Die war tatsächlich 100 Kilo schwer, 53 cm Durchmesser, also ungefähr so groß wie ein Autoreifen, und geklaut haben sie die aber im Bodemuseum in Berlin. Und was meinst du, wie die Täter überführt haben? Die haben an die Kleidungsstücke und hinten auf der Rücksitzbank im Auto haben die Goldstaub gefunden. Tja. Also, wenn Ihnen jetzt die Folge wieder gefallen hat und ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über Bayern Absolut, dann besucht uns doch auch einmal auf Facebook oder auf Instagram, da sind wir auch. Nächste Woche am Donnerstag, wie immer, die neue Folge. Ich hoffe, ihr hört's wieder rein
und wünsche Ihnen eine gute Zeit bis dahin und ihr wisst es, bleibt auf alle Fälle unbedingt gräbig.